Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren an den Monitoren, herzlich willkommen zu einer weiteren Frequenz aus dem Bereich Etikette to go. Heute und in den nächsten beiden folgenden Teilen wollen wir uns ganz kurz und präzise um das Thema Meetings, Besprechungen kümmern. Besprechungen gehören zum Berufsalltag. Auch wenn sie nicht immer Spaß machen, sollte man darauf achten, aber dies doch auf eine sehr professionelle Art dann auch durchzuziehen. Und im Teil 1, meine sehr geehrten Damen und Herren, beziehungsweise für diejenigen, die mich noch nicht kennen, aus Seminaren oder aus Webinaren oder hier aus dem Etikette-Blog, mein Name ist Heinz Bader, bin seit 40 Jahren im Bereich Vertrieb und Verkauf tätig, als Unternehmensberater seit 25 Jahren und Kunden kommen zu mir, wenn sie im Vertrieb und Verkauf besser werden wollen, ebenso natürlich auch im Bewerbercoaching. Und um das Thema Verkauf und Wirkung zu komplettieren, stellen wir auch sehr viele Seminare und Webinare zum Thema Etikette und Business-Etikette bereit, um eben den Erfolg für Sie zu ermöglichen, den Sie sich vorstellen. Aber nun zurück zum Thema Etikette to go. Im ersten Teil die Pünktlichkeit. Um die Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, anderer nicht zu verschwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie pünktlich sind. Der Dresscode, die angemessene Kleidung. Finden Sie doch einfach heraus, wenn Sie es noch nicht wissen, wie der Dresscode ist und stellen Sie sicher, dass Ihre Kleidung den Richtlinien entspricht. Die Kleidung kann die professionelle Wirkung unterstützen und verstärken oder leider auch von der eigenen Glaubwürdigkeit ablenken. Sind Sie vorbereitet? Die deutsche Sprache gibt es her, vorher bereit sein, so steht es schon im Wort. Um zu wissen, warum oder worum es im Meeting geht, bereiten Sie sich gut vor. Den eigenen Teil, wenn Sie etwas sagen wollen oder müssen, sollten Sie unbedingt kennen. Und auf Fragen, die zu beantworten sind, sind Sie bitte vorbereitet, heißt es immer vorbereitet sein, um eventuelle Unklarheiten auch beseitigen zu können. Mischen Sie sich vielleicht vor dem Meeting, wenn man im sogenannten Come Together, wie es auf gut Deutsch heißt, sich befindet, unter die Leute. Gehen Sie auf Menschen zu und stellen Sie sich schon auch einmal vor. Wer sich noch nicht kennt, empfiehlt es sich vor dem Meeting, sich gegenseitig vorzustellen. Und dabei gilt, begonnen wird mit der ranghöchsten Person. Wenn Sie jemand vorgestellt werden, sollten Sie immer aufstehen. Gilt übrigens im Businessbereich, im Geschäftsumfeld auch für die Damen. Soweit für heute der Teil 1. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Kanal. Sie bekommen regelmäßig Anregungen, Tipps und Inspirationen zum Thema Benimm. Und ich freue mich, wenn Ihnen das Video gefallen hat, wenn Sie einen Daumen hoch geben. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis zum Teil 2, Ihr Heinz Bader.